Die erste Zuschauerfrage, bitte. T.S. Madison ist trans und eine ziemlich bekannte Medienpersönlichkeit. Einige ihrer Ansichten über Jazz sind falsch. Von Kelly aus Wisconsin. Was, wenn ihr euer Kind ein für alle Mal verkorkst habt? Wow. Nein, denn sie lebt. Deshalb wissen wir, dass nichts an ihr verkorkst wurde. Und ich muss auch sagen, dass es ihr mittlerweile viel besser geht. So ist das bei psychischen Krankheiten. Sie hat die passenden Medikamente gefunden. Es war wie eine Befreiung. Davor war sie wie in einem schwarzen Loch. Wir haben uns große Sorgen gemacht. Aber mit ihrem Transsein hatte das nichts zu tun. Ich bin älter als Jazz. Eine andere Generation. Ich habe immer gesagt, nein, eine OP kommt für mich nicht in Frage. Weil ich mitbekommen habe, wie es viele Transfrauen belastet. Was ich aus unserem Gespräch mitnehme, ist, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg geht, den man respektieren und verstehen sollte. Ich verstehe nun, dass Jazz psychische Lage überhaupt nichts mit den Operationen zu tun hat. Es war unabhängig. Ladies, ich danke euch, dass ihr euch gemeldet und mich aufgeklärt habt. Wenn es ihr jetzt gut geht, beten wir dafür, dass es weiterhin so sein wird. Thank you. Frauen, die erst später im Leben ihre Transition durchlaufen haben, können Jazz oft nicht verstehen. Sie haben etwas völlig anderes durchgemacht. Aber Madison war sehr aufgeschlossen. Ich hätte nicht erwartet, dass sie uns zuhören würde. Es war eine angenehme Überraschung. Danke fürs Zusehen. Bye, bye Madison. Bye. Anybody home? Jemand da? Da ist er. Hey, how you doing? How you doing? Oh. I'm good. Wie war der Livestream? Gut. Yeah. Oh, hey, Jazz. Hey, what's up? Wo kommst du her? Von der Gruppe. Mom und Chris waren fantastisch. Im Stream? Ja, mit T.S. Madison. Toll, dass die ganze Familie über Trans-Themen spricht. Denn wegen meiner psychischen Probleme bin ich stiller geworden. Dass meine Familie es mit T.S. Madison aufgenommen hat, nimmt mir einigen Druck von den Schultern. Eure Erfahrungen sind einfach verschieden. Das ist doch klar. Jeder macht verschiedene Erfahrungen, egal ob trans oder nicht. Das wusste sie anscheinend nicht. Am Anfang sagte sie, meine Fans meinten, dieses Mädchen wurde operiert und nun ist sie deswegen durchgedreht. Hat sie sich das ausgedacht? Sie muss es irgendwo her haben. Oder sind das ihre eigenen Schlussfolgerungen? Denn so ist es ja nicht gewesen. Damit ist jetzt Schluss. Was ich hatte, würde ich einen Zusammenbruch nennen. Ich bin zu perfektionistisch. Wenn es dann schief geht, kauere ich mich weinend am Boden zusammen. Der Grund ist deine Persönlichkeit und nicht dein Transsein. Was mich wirklich ärgert, wenn eine Transperson sowas sagt, dann könnte das Jugendlichen Angst machen. Jazz hat die OP machen lassen und ist durchgedreht. Mit psychischen Problemen habe ich zu kämpfen, seit ich 12 bin. Da bekam ich zum ersten Mal Medikamente. Es hat nichts mit der OP zu tun, sondern ist ein innerer Kampf, den ich schon mein ganzes Leben lang kämpfe. Ich habe auch was Spannendes erlebt. Bei meinem Probetag bei Dr. Gallagher habe ich einen ihrer Patienten kennengelernt. Ein Transmann namens Noah. Ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen und er war echt cool. Ich freue mich für Jess. Sie hat das Praktikum bekommen und hat begeistert davon erzählt, was bei der Arbeit passiert ist.
Ich hoffe, Jess wird wieder lernen, für etwas zu brennen. Denn das fehlt ihr. Vielleicht wird sie mal Ärztin. Ich bin's, mit meiner Freundin. Oh nein, die Waage. Jede Woche. Jess wird nicht gern gewogen. Kein Wunder bei ihrem Gewicht. Sie ist verrückt nach Essen und immer wenn wir glauben, sie ist auf dem richtigen Pfad, gerät sie wieder ins Straucheln. Für eine Mutter ist das schlimm. Sie steht sich selbst im Weg und muss etwas ändern. Wenn du nicht abnimmst, wirst du früher oder später Diabetes bekommen. Deine Gesundheit liegt in deinen eigenen Händen. Das letzte Mal waren es 106 Kilo. Ich hoffe, es sind jetzt 105. Hast du deine Gewohnheiten geändert? Was du in dem Mülleimer findest, wird dir nicht gefallen. Was ist das? 10 Nuggets mit Pommes. War's das? 2 Schokomilch. Und? 2 Cookies. Und? Das ist alles. Ich wiege mich. Nach all dem Essen? Vielleicht motiviert es mich, wenn ich zugenommen habe. Oh, Jess. Nur 100 Gramm mehr als in der Praxis. 100 Gramm mehr? Maybe. Was machen wir bloß mit dir? Ich bin in der Zwickmühle, denn Jess muss abnehmen. Aber ich will auch nicht, dass sie sich schlecht fühlt. Hier ist also Fingerspitzengefühl gefragt. Mehr als vorher. Ja. Die Esssucht ist mein größtes Problem. Ich versuche, mich schon zurückzuhalten, aber ich bin einfach nicht stark genug. Du bist erst 20 und mental geht's dir besser denn je, aber das hier ist ein Problem. Ich bin immer noch nicht zu 100% die Alte. Nimm ab. Dann wird sich das Problem auflösen. Bitte trommle nicht auf deinem Bauch. Es ist dein Körper und du spielst darauf wie auf Bongos? Das ist verrückt. Hör auf damit. Bald wird das alles weg sein. Du bist ein schöner Mensch, der mehr Gewicht mit sich herumschleppt, als gesund ist. Ich hab's verstanden. Das sagst du immer. Und dann sehe ich, was du in dich hineinstopfst. Ich mache mir Sorgen. Du sollst glücklich und gesund sein. Beides ist wichtig. Okay?